Heute für euch 5 Harry Potter Fantheorien, die dich absolut schockieren werden. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über ziemlich verrückte Harry Potter Theorien sprechen. Die Auswahl, die ich für euch zusammengestellt habe, besteht aus vielen Theorien, die ich im Internet gefunden habe und auf verschiedenen Foren, und da sind ein paar ziemlich verrückte dabei. Also legen wir direkt los. Nummer 5. Der wahre Zweck von Avada Kedavra. Wenn du ein Harry Potter Fan bist, dann bist du sicher mit dem Zauber Avada Kedavra vertraut, einem der unverzeihlichen Flüche und einem der mächtigsten Zaubersprüche in der Welt der Zauberei. Die drei unverzeihlichen Flüche sind Werkzeuge der dunklen Künste und werden im Allgemeinen nur von den dunkelsten und sadistischsten Hexen und Zauberern verwendet. Avada Kedavra, auch bekannt als der Todesfluch, dient einem einfachen Zweck. Er setzt dem Leben des Opfers ein Ende. Wenn du dein Opfer töten willst, ist dies genau der richtige Zauber dafür. Er erzeugt einen blendenden, intensiven grünen Lichtblitz, kurz bevor das Opfer einfach tot umfällt. Der biologische Grund für den Tod des Opfers ist nicht ganz klar, aber es gibt zwei Theorien dazu. Die erste Theorie besagt, dass die inneren Organe des Opfers nach dem Treffer aufhören zu funktionieren. Und die zweite besagt, dass die Seele des Opfers auf magische Weise aus dem Körper gerissen wird. Ein grelles, grünes Licht blitzte auf und ein rauschendes Geräusch war zu hören, als ob ein riesiges, unsichtbares Etwas durch die Luft schwebte. Augenblicklich rollte sich die Spinne auf den Rücken, unversehrt, aber eindeutig tot. Nach dieser Einführung möchte ich dir eine populäre Fantheorie vorstellen, die besagt, dass Avada Kedavra ursprünglich zu einem ganz anderen Zweck erschaffen wurde. Es sollte nicht überraschen, dass Avada Kedavra eine große Ähnlichkeit mit dem magischen Wort Abracadabra hat, die man oft von Zauberern hört, wenn sie zum Beispiel Kaninchen aus ihrem Hut zaubern. J.K. Rowling gab selbst zu, dass diese Ähnlichkeit schon beabsichtigt war. Die fragliche Theorie besagt, dass Avada Kedavra, abgeleitet von Abracadabra, ursprünglich ein Zauberspruch war, der zum Heilen und nicht zum Töten gedacht war. Die Worte Abracadabra bedeuten in der aramäischen Sprache, grob übersetzt, lass das Ding zerstört werden. Theoretiker vermuten, dass der Zauber ursprünglich geschaffen wurde, um Viren und Bakterien zu zerstören und zu töten, nicht die Menschen an sich. Aber als die Zauberer seine Fähigkeiten entdeckten, begann sein Weg des Todes und der Zerstörung. Nummer 4. Hedwigs Tod. Wir alle kennen Hedwig als Harry Potters liebenswerte Schneeeulenbegleiterin, die er zu seinem 11. Geburtstag von Hagrid geschenkt bekam. Hedwig wird gleich zu Beginn der Bücher vorgestellt und bleibt die meiste Zeit an Harry Potters Seite, bis zu ihrem tragischen Tod in den Heiligtümern des Todes, genauer gesagt in der Schlacht der Sieben Potters. Aus unserer Sicht wurde Hedwig einfach von einem namenlosen, herzlosen Todesser getötet, aber eine beliebte Fantheorie besagt, dass hinter Hedwigs Tod etwas mehr steckt. Die Theorie basiert auf zwei Annahmen: dass ihr Tod notwendig war und dass ihr Tod den Verlust der Unschuld in Harry Potter symbolisiert. Wenn wir an die Schlacht des Sieben Potters zurückdenken, sollten wir uns daran erinnern, dass jeder Vielsafttrank genommen hatte, um Harry zu verkörpern und es den Todessern unmöglich zu machen, den echten Harry zu erkennen. Allerdings gab es eine große, übersehene Lücke in diesem Plan, und das war Hedwig. Denn Hedwig, die Harry immer treu ergeben war, war immer an der Seite des echten Harry. Was bedeutet, dass der echte Harry während des Kampfes nicht allzu schwer zu finden war. Die Theorie besagt, dass Snape, der sich zu diesem Zeitpunkt unter den Todessern befand, Hedwig absichtlich tötete, mit den bestmöglichen Absichten. Er tat dies, um sicherzustellen, dass der echte Harry schwer zu identifizieren wäre. Nummer 3. Trelawneys Vorurteil. Sybil Trelawney wurde am 9. März vor dem Jahr 1963 als Tochter einer Muggelmutter und eines Zauberervaters geboren. Sie war eine Halbblüterhexe und Nachfahrin der berühmten Seherin Cassandra Trelawney. Vor Sybil besaß niemand in der Familie mehr das berühmte zweite Gesicht, die Fähigkeit, Visionen zu sehen. Sie trug eine dicke Brille, die ihre Augen vergrößerten, und sprach mit einer leisen, passiven Stimme, die sich schnell ändern konnte, wenn sie sich aufregte. Sie war eine sehr ungewöhnliche und exzentrische Frau, die sich auf sehr theatralische Weise benahm. Wenn man bedenkt, dass Trelawney eine der Guten ist und nicht auf der Seite von Voldemort in der Übernahme der Zaubererwelt kämpft und auch nicht auf die Reinheit des Blutes drängt, sollte es die meisten von euch überraschen, dass sie ziemlich voreingenommen war. Lass mich das kurz erklären.
Nachdem sie von Umbridge in der Orden des Phönix aus ihrem Posten entlassen wurde, musste Dumbledore einen neuen Professor für Wahrsagerei finden und besetzte die Stelle letztendlich mit einem bekannten Zentauren Firenze. Als Umbridge Hogwarts verließ, wurde Trelawney wieder eingestellt, aber da Dumbledore Firenze behalten wollte, mussten sie sich die Rolle teilen. Dies verärgerte Trelawney zutiefst. Nun kann ich Trelawneys Frustration darüber verstehen, dass sie ihren Job nicht teilen wollte, ja, aber sie wurde gefeuert und Firenze hatte nichts damit zu tun. Alles, was er tat, war eingestellt zu werden, aufzutauchen und seine Arbeit zu machen. Ihre Position zu teilen führte dazu, dass sie eine beträchtliche Menge an Hass auf Firenze richtete. Hass, der sie fast voreingenommen erschienen ließ. Sie beschimpfte ihn mit Namen wie Dobbin und Nervensäge. Nummer 2. Die Ursprünge von Krummbein. Bevor er von Hermine Granger adoptiert wurde, war Krummbein, der Halbknieselkater, nur ein Kater in einer Zoohandlung, den offenbar niemand haben wollte. Wir wissen, dass er 1993 von Hermine in der magischen Tierhandlung gekauft wurde und ihr Herz sowie die Herzen vieler anderer eroberte. Aber hast du dich jemals gefragt, wem Krummbein vor Hermine gehörte? Eine beliebte Fantheorie besagt, dass Krummbein, unser Lieblingskater, einst niemand anderem als der Familie Potter gehörte. Folgende Argumente sprechen dafür. Er war schon seit Ewigkeiten in der magischen Tierhandlung. Er wusste genau, wer Sirius und Wurmschwanz in ihrer Animagus-Form waren, was auf potenzielle Vorkenntnisse schließen lässt. Er, vielleicht in einem Brief erwähnt wurde, den Harry fand und der an Sirius von seiner Mutter adressiert war. Harry soll die Katze auf seinem Spielzeugbesen fast getötet haben, stand da drin. Diese Theorie ist ein wenig weit hergeholt, denn es gibt nicht viel, was sie unterstützt, aber sie ist auf jeden Fall interessant und könnte technisch gesehen funktionieren. Nummer 1. Severus Snape spricht in einem Code zu Harry. Diese Theorie dreht sich um Severus Snape, Harry Potter und eine ihrer ersten Begegnungen in Snapes Klasse für Zaubertränke im ersten Jahr. Genauer gesagt geht es um eine geheime Nachricht, die Snape Harry bei ihrer ersten Begegnung übermittelt haben könnte. Snape macht gleich zu Beginn klar, dass er Harry nicht mag. Er verspottet ihn als neue Berühmtheit von Hogwarts, bevor er ihn von der Klasse über verschiedene magische Kräuter ausfragt. In diesem Kurs wird nicht mit Zauberstäben herumgefuchtelt und es werden auch keine dummen Beschwörungsformeln gesprochen. Deshalb erwarte ich auch nicht, dass viele von euch die subtile Wissenschaft und exakte Kunst, die die Herstellung von Zaubertränken ist, verstehen. Aber für die wenigen Auserwählten, die die Veranlagung dazu haben, kann ich lehren, wie man den Geist verzaubert und die Sinne umgarnt. Ich kann euch sagen, wie man Ruhm in Flaschen abfüllt, Ruhm zusammenbraut und sogar den Tod verkorkt. Andererseits sind vielleicht einige von euch nach Hogwarts gekommen im Besitz von Fähigkeiten, die so gewaltig sind, dass ihr euch sicher genug fühlt, um nicht aufzupassen. Mr. Potter, unsere neue Berühmtheit. Sagen Sie mir, was würde ich bekommen, wenn ich pulverisierte Asphodelwurzel zu einem Wermutaufguss gebe? Sie wissen es nicht? Versuchen wir es nochmal. Wo, Mr. Potter, würden Sie suchen, wenn ich Sie bitten würde, ein Bissoir für mich zu finden? Eisenhut? Eisenhut? Schade. Offensichtlich ist Ruhm nicht alles, nicht wahr, Mr. Potter? Auf den ersten Blick zeigt uns dieser Dialog nur, dass Snape Harry schikanieren will. Er stellt ihm absichtlich Fragen, auf die er keine Antwort hat. Die Theorie besagt jedoch, dass Snapes Fragen eigentlich eine geheime Botschaft an Harry übermitteln. Es ist keine Botschaft, von der er jemals erwartet hätte, dass Harry sie versteht. Snape ist ein komplexes Individuum und die fragliche Botschaft war nur für ihn selbst bestimmt. Sehen wir uns Snapes geheime Botschaft mal genauer an. Seine erste Frage an Harry lautet: Was würde ich bekommen, wenn ich pulverisierte Asphodelwurzel zu einem Wermutaufguss gebe? Laut der viktorianischen Blumensprache ist Asphodel eigentlich eine Lilienart, die bedeutet: Mein Bedauern folgt dir ins Grab. Also so viel wie: Es tut mir leid. Der zweite Teil von Snapes Frage, Wermut, bedeutet Abwesenheit, was durch Kummer symbolisiert wird. Kombiniert könnte dies also bedeuten, ich bedauere Lillys Tod bitterlich. So könnte das natürlich interpretiert werden. Das ist natürlich bedeutsam, weil Lily Harrys Mutter ist, die einzige Frau, die Severus Snape jemals geliebt hat. Und das war's auch schon mit diesem Video. Was haltet ihr von diesen Theorien? Denkt ihr, einige von ihnen könnten wahr sein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.